Schumacher ausstartete. Was wir jetzt bislang wissen, ist, dass er vorgestern gegen 11 Uhr hier zwischen der roten, zwischen einer roten und einer blauen Piste in den Tiefschnee, im Tiefschnee fuhr. Er prallte dann mit dem Kopf gegen einen Felsen, woraufhin der Helm, den er trug, auch sich in zwei spaltete. Bild vor Ort im Skigebiet Meribel in den französischen Alpen. Nach dem schweren Unfall von Michael Schumacher befahren wir die fragliche Strecke mit einer Helmkamera. In diesem Gebiet soll Schumacher die präparierte Abfahrt verlassen haben. Spuren von Skiern zeigen, auch andere Fahrer sind hier immer wieder unterwegs.